Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie unseres SV Waldhof gegen die SV Elversberg. Vor 5061 Zuschauern siegte der SVB mit 3:0. Zu meiner Rechten begrüße ich Gästetrainer Carsten Neitzel und zu meiner Linken unser Cheftrainer Gerd Deis. Wie immer gebührt das erste Wort dem Gast. Ja, Glückwunsch zum verdienten Sieg an die Waldhöfer. Ich kann es relativ kurz machen. Wir haben uns in den ersten drei Spielen jetzt in eine richtige Drecksituation hineingespielt. Haben heute nie alle Zweikämpfe, aber die entscheidenden Zweikämpfe verloren, nämlich in der Nähe der gegnerischen Box und an und in der eigenen Box haben wir die entscheidenden Zweikämpfe verloren und haben es zum wiederholten Mal nicht geschafft, genügend Torgefahr herauszuspielen oder genügend Torgefahr auszustrahlen, um den Gegnern Verlegenheit zu bringen. Deswegen gilt es jetzt, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Drei Spiele, zwei Punkte, da wird es berechtigte Kritik geben. Und wichtig ist, dass nicht der eine mit dem Finger auf den anderen zeigt, sondern dass wir jetzt gerade bleiben, geschlossen bleiben und inhaltlich an den Dingen arbeiten, an denen es wirklich liegt und uns nicht mit Stammtischparolen auseinandersetzen. Von daher, so ist das schon gewesen sein. Danke, Herr Neitzel. Gerd, deinen Kommentar zum Spiel, bitte. Gut, erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Ich denke, für uns war es ein verdienter Sieg, obwohl wir auch heute wieder beim Aufwärmen die nächste Hiobsbotschaft bekommen haben, beziehungsweise konfrontiert wurden, nachdem sich ja der für die Stadtformation eingeplante Nico Hebisch verletzt hat. Mussten wir dann das System umstellen, konnten nur noch mit einem Spieler spielen, mit dem Benedikt Köpp. Und wie gesagt, ich denke, man sollte heute keinen herausheben. Es war wirklich eine sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung. Wir waren in der Defensive sehr gut gestanden, hatten während der 90 oder 91 Minuten keine brenzlige Situation zu überstehen. Die Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft und teilweise sehr schöne Spielzüge parat gehabt und konnten dann folgerichtig drei Tore erzielen. So aus dem Spiel raus, eine Standardsituation. Ich denke, man hat gesehen, welche Qualität die Mannschaft hat. Das gilt es jetzt halt Woche für Woche abzurufen, was natürlich mitunter nicht so einfach sein wird. Aber ich denke, es hat gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass der eine oder andere verletzte Spieler bald wiederkommt, dass man da noch mehr Möglichkeiten hat. Vielen Dank. Danke, Gerd. Gibt es von Seiten der Presse Fragen an einen der beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen, damit wir das Mikrofon reichen können. Hier vorne der Kollege, bitte. Ja. So. Herr Deis, was sagen Sie vor dem Spitzenspiel Ihrer Mannschaft? Dass Elversberg grundsätzlich hier nichts auf die Reihe kriegt, macht einfach nur das Blatt schon? Oder wie läuft das? Ja, gut, so einfach geht es natürlich nicht. Ich denke, wir haben jetzt ja eine sehr lange Woche gehabt, von Samstag bis Montag, haben da intensiv trainiert, haben unsere Fehler, oder das, was nicht so optimal geklappt hat, ausgiebig besprochen, haben im Training daran gearbeitet, dass man sicherlich beim Gegner das ein oder andere zu beachten hatte. Das habe ich der Mannschaft gesagt, da habe ich sie darauf hingewiesen. Aber wir wollten schon versuchen, unser eigenes Spiel durchzubringen. Wie gesagt, wir waren personell ein wenig gebeutelt in der Offensive, aber die Jungs haben das dann problemlos weggesteckt und haben dann auch mit einer sehr, sehr guten, sehr tollen Leistung aufgewartet. Gibt es weitere Fragen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Den Gästen aus Elversberg wünschen wir eine gute Heimreise. Für unsere Mannschaft geht es am kommenden Sonntag im Badischen Pokal in der dritten Runde beim VfR Uistigheim um 15 Uhr weiter. Vielen Dank.